die Revolution des Holobionten. Und ich bin dankbar, Ihnen ein bisschen was davon erzählen zu können, weil ich Sie teilhaben möchte, lassen möchte an diesen neuen Erkenntnissen. Wir können also Mensch und Tier nicht mehr isoliert betrachten und wir müssen uns dieser Komplexität nähern. Und da sind wir natürlich jetzt an unseren Grenzen angekommen und jetzt muss ich Sie ein bisschen in die Wissenschaft hineinführen und das, was wir wirklich tun. Wir tun das an Organismen, die denkbar einfach sind, die aber das Prinzip beinhalten. Hier gibt es den Wirt, hier gibt es die assoziierten Bakterien, ganz wichtig die Viren und die anderen Symbionten und die leben in einer bestimmten Umwelt und wir versuchen das an einem Organismus, der nichts ist als ein Darm, das ist Ihr Darm, wo derzeit die Kaffeepause durchschwimmt. Und das ist der Querschnitt durch den Hydra-Polypen hier. Nichts anderes als ein Endothel ohne Skelett, ohne irgendwelche Cuticula. Ein super einfaches Epithel, was aber eine komplexe Lebensgemeinschaft mit vielen Organismen ist. Wir haben dieses System in den letzten 15 Jahren molekularisiert. Wir haben die Erbinformation entschlüsselt. Wir haben sie transgen gemacht. Also gibt es Tiere, die grün fluoreszierend leuchten. Und wir können sie komplett verstehen bis auf die genomische Ebene. Und ich möchte Ihnen jetzt 7 kurze Kapitelchen zeigen. Jedes Kapitel hat seine eigene Message und am Ende fasse ich das Ganze zusammen, was mir wichtig erscheint. Und das Erste, was mir wichtig erscheint, ist Ihnen zu sagen, dass Sie Ihre Bakterien bestimmen. Und wir sind da drauf gekommen, weil wir Genome sequenziert haben. Aus verschiedenen Spezies. Wir machen das an diesem seltsamen Süßwasserpolypen. Mein Kollege Howard Ochmann in Yale macht das an Menschen und an Menschenaffen. Ich zeige Ihnen, glaube ich, gerade die Daten. Und wenn wir diese sequenzieren, dann kriegen wir einen Stammbaum und wissen, wie weit die Tiere voneinander entfernt sind. Und dann schauen wir uns die Bakterien an, die wir genauso Hightech sequenzieren. Und Sie sehen, dass jede Spezies hat ihren eigenen Kuchen und ihre eigenen Farben und wird entsprechend hat ihre eigenen Bakterien. Howard Ochmann, mein Kollege, macht das gleiche an Menschen und Menschenaffen und er sequenziert die Menschenaffen und den Menschen und er weiß genau, wer ist mit wem, wie weit entfernt. Aber gleichzeitig sequenziert er die Bakterien und das können Sie jetzt nicht nachvollziehen, aber das ist der Stammbaum der Bakterien aus diesen verschiedenen Spezies und Sie müssen mir jetzt glauben, ich kann die beiden Stammbäume 1:1 darüber legen. Das heißt, in Zukunft, wenn Sie mir Bakterien geben oder den Bakteriensatz aus einem Organismus geben, kann ich Ihnen sagen, welcher Organismus das ist. Ich brauche den Organismus nicht. Ich brauche nur die Bakterien. Kollegen haben das benutzt, wir wissen das seit etwa 2007. Und das ist heute bestätigt in jeder Tiergruppe. Kollegen haben das dann benutzt, haben einen netten Übersichtsartikel geschrieben und ich benutze ihn immer wieder, um ihn zu zeigen, weil das ja bildlich ist. Sie sind der Wirt. Und Sie gestalten Ihre Mikroben mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, und das ist im Wesentlichen die Mittel des Immunsystems, mit denen Sie sagen, welche Mikroben bei Ihnen sind. Und Sie ahnen, wenn hier bei diesen Gestalten, bei diesen Töpfern des Mikrobioms etwas schiefläuft, sei es, dass Sie hier was problematisch machen, genetischer Defekt, oder sei es, dass die Mikroben nicht stimmen oder eben nicht richtig bei Ihnen in der entsprechenden Zusammensetzung sind, dann sind wir krank. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit der Evolution des Immunsystems. Ich möchte Ihnen als Zweites zeigen, das Immunsystem, wir schmeißen viele Lehrbuchregeln über Bord, das weiß ich schon, aber es ist auch alles richtig, was wir über Bord schmeißen. Sie glauben, wenn Sie haben studiert, Sie haben gelernt, das Immunsystem, das brauchen Sie für die Krankheitskeime. Dann sind Sie krank. Ich habe Ihnen gerade gesagt, Krankheitskeime sind die Ausnahme. Sie investieren enorm viel in Ihr Immunsystem. Das können Sie messen. Wie viele Gene aktivieren Sie? Wie viele Proteine machen Sie, die ausschließlich für das Immunsystem da sind? Ganz viel. Fast 30% der Gene, die Sie machen, sind dafür da, für das Immunsystem. Und die 200 Ausnahmen, die Sie irgendwann einmal in Ihrem Leben möglicherweise treffen, zu regulieren? Nein. Wir wissen heute, das Immunsystem ist entstanden, evolviert, um diesen Metaorganismus zu orchestrieren. Und ein wichtiger Komponente des angeborenen Immunsystems sind antimikrobielle Peptide. Wir haben diese für lange Zeit studiert und
Ich bin auch davon ausgegangen, dass antimikrobielle Peptide, ich habe gerade in Halifax mit der Kollegin, mit einer sehr guten Kollegin besprochen, wir wollen einen Artikel schreiben, wir müssen das Peptid umbenennen. Weil es ist nicht antimikrobiell, wir haben zunächst mal angenommen, das ist die lange Kaskade des Immunsystems, tolle Rezeptoren, Signaltransduktion, am Ende stehen die antimikrobiellen Peptide. Wir haben die studiert, wir haben viele davon strukturell studiert, wir haben Patente gemacht, einige von diesen Peptiden killen multiresistente Staphylococcus aureus, das ist spannend natürlich. Firmen haben mir goldene Räder versprochen, ich habe bisher noch kein einziges goldenes Fahrrad, aber ich habe auch mittlerweile gelernt, dass diese antimikrobiellen Peptide eigentlich gar nicht dafür sind, die Bakterien zu killen, sondern diese Bakterien, sondern diese antimikrobiellen Peptide sind die Kommunikatoren. Sie produzieren diese Peptide und natürlich töten die Bakterien. Aber die halten diesen Kuchen von diesem Mikrobiom in einer ganz definierten Zusammensetzung. Und sie brauchen diese antimikrobiellen Peptide, damit ihr Mikrobiom, ihre Bakterien entsprechend in der für sie gesunden Zusammensetzung sind. Das heißt, wir sind mal hier, wir sind beim Wirt und wir haben jetzt gelernt, diese antimikrobiellen Peptide, die reden mit diesen Bakterien und so bestimmt der Wirt, welche Bakterien er hat. Sie ahnen, es gibt natürlich genetische Defekte, sie produzieren zu viel oder zu wenig humanes Beta-Defensin und wenn sie dann haben sie ein Problem mit ihrem Mikrobiom, da kann man auch herzlich wenig dagegen tun. Aber es gibt natürlich viele Beispiele, wo man hier sehr regulierend eingreifen kann. Drittes Kapitelchen. Ausbruch von St. Helen. Vulkan, großes Szenario. 30 Jahre später, wir gehen an die gleiche Stelle zurück, völlig unterschiedliche Vegetation, völlig unterschiedlich. Geburt des Neugeborenen. Sie werden steril, heute glauben wir noch, sie werden steril geboren. Das habe ich Ihnen aber gerade gesagt, Sie haben ein Mikrobiom und Sie brauchen das Mikrobiom und wenn da irgendwas schiefläuft, dann haben Sie eine komplexe Erkrankung. Die Kinder bekommen die Bakterien bisher, bis vor ein, zwei Jahren, dachten wir von der Vagina der Mutter. Wir wissen heute, dass es auch maternal die Bakterien möglicherweise direkt schon zu den Föten gelangen können. Dieses Mikrobiom entwickelt sich also im Laufe der Zeit. Und es ist wichtig, dass Sie schon als Kleinkind das richtige Mikrobiom haben. Und die Frage, die sich stellt, ist, gibt es Regeln und wie kommt das denn, dass plötzlich irgendwelche Umweltbakterien uns besiedeln und dass wir diese komplexe Mikrobiota haben? Das ist wichtig einmal, weil man verstehen möchte, wie das geht, aber stellen Sie sich vor, die Dame, die das Kind bekommt, steht unter starken Antibiotika. Oder stellen Sie vor, das Kindchen kommt zu früh und es kommt ein Frühchen und es kommt in diese sterile Welt, muss es auch kommen, in diese sterile Welt, in der es ferngehalten wird von allem. Wir wissen heute, oder das Kind wird mit Kaiserschnitt geboren. Wir wissen heute, dass Kaiserschnittgeborene Kinder statistisch krankheitsanfällig sind, bestimmte Krankheiten häufig haben. Wir wissen, dass Antibiotika-Behandlung von schwangeren Frauen eine erhebliche Konsequenz hat auf die Gesundheit des Kindes. Ich habe daher beschlossen mit meiner Arbeitsgruppe, wir wollen uns auch diesem Problem nähern. Wir wollen verstehen, gibt es Regeln, die diese Kolonisierung des Wirtes steuern? Und das kann man natürlich wieder nicht an einem Menschen machen, sondern das macht man dann an einem Modellsystem. Und ein junger Mann, jetzt Postdoc in Amerika an der Cornell University, Sören Franzenburg, hat Kohorten von diesen kleinen, das sind lauter kleine Schlüpflinge, die alle genauso wie der Mensch steril geboren werden. Und wir haben dann kohortenweise über lange Zeiträume diese Bakterien bestimmt, wie kolonisiert sich ein Organismus. Und das ist ein komplexer Prozess. Der junge Mann muss das auch ganz häufig machen. Und der ist so komplex, dass ich dann einen Mathematiker brauche an meiner Seite. Das ist ein Max-Planck-Direktor im Institut in Plön, Hanne Traulsen. Und mit Herrn Traulsen zusammen haben wir ein mathematisches Modell aufgestellt, wie diese Kolonisierung denn tatsächlich geht. Und nach Versuch und Irrtum, das sind zwei nicht geglückte mathematische Gleichungen, ist uns gelungen, eine Gleichung aufzustellen, die die Kolonisierung von Wirt mit Bakterien entsprechend beschreibt. Und ich erzähle Ihnen das, um Ihnen zu sagen, dass einmal sowohl die Interaktion in diesem Mikrobiom, die reden alle miteinander und beeinflussen sich, aber auch ein Wirtfaktor, der hier in unserer Gleichung Lambda heißt, wichtig ist. Der Wirt selber und die Interaktion mit den Bakterien und das Ganze zusammen
Und es gibt offensichtlich, wenn das in der Gleichung steht und wir können mit der Gleichung am Computer das, den Prozess simulieren, dann haben wir mit der Gleichung eigentlich alle Parameter erfasst. Wir versuchen jetzt die Biochemie dahinter zu verstehen. Das gilt für alle Organismen dieser Erde. Es ist gerade im August eine Arbeit erschienen über die Bakterienpopulation in neugeborenen Menschen. Und auch dort gilt genau das Gleiche. Es gibt die interbakterielle Interaktion, aber auch den Faktor vom Wirt, sodass es ganz egal ist, welcher Wirt das ist. Ich glaube, wir haben eine Regel entdeckt, mit der man diese Kolonisierung tatsächlich nachbauen kann. Wenn Sie immer noch bei mir sind, dann werden Sie jetzt fragen, ja, wozu brauche ich denn dann diese Bakterien? Sie wissen natürlich, dass Sie die Bakterien in Ihrem Darm haben, weil Sie die Bakterien zur Verdauung brauchen und dass der Darm da ein ganz wichtiges Organ ist und dass das für die Entwicklung und auch zum Schutz und da muss, das muss alles stimmen, sonst, ist die Gesundheit gefährdet. Sie wissen vielleicht aber nicht, dass unter diesen 2 Kilogramm wir 2 große Gruppen von Bakterien haben, die sogenannten Firmicutes und die Bacteroidetes. Und diese 2 Klassen unterscheiden sich ein bisschen. Und die unterscheiden sich dergestalt, dass die Firmicutes ganz clevere Gruppe von Bakterien ist. Die können eigentlich aus nichts Kalorien machen. Denen können sie fast Unverdauliches anbieten, aber die schaffen das durch enzymatische Aktivität, dass sie etwas produzieren. Sie wissen auch, dass Adipositas eines der großen Probleme in den westlichen Ländern ist. Übrigens, wenn Sie nach Asien fahren, und in Korea oder in Taiwan oder in Japan sind sie sehr erschrecken, wenn sie ankommen. Länder, die bislang völlig von Adipositas aufgrund ihrer völlig anderen Ernährung frei waren. Die Jugendlichen dort sind genauso von der Fettleibigkeit betroffen wie in Europa oder wo ich gerade herkomme, in Kanada und in Nordamerika. Und die Frage, die sich stellt, ist, hängt das von den möglicherweise von dieser Zusammensetzung der Bakterien im Darm ab, ob wir dick oder dünn sind. Und auch das kann man natürlich wieder nicht am Menschen machen. Macht man ein Modellsystem, macht man an der Maus meistens und fragt sich, wie kann ich das denn herausfinden? Und das kann ich herausfinden durch eine weitere Revolution in unserem wissenschaftlichen Ansatz. Wir sind in der Lage, heute praktisch alle Organismen keimfrei zu züchten und zu halten. Sie blicken hier in ein Labor einer Kollegengruppe in Madison in Wisconsin und Sie sehen einen technischen Mitarbeiter. Und dieser technische Mitarbeiter, der züchtet die Labormäuse, aber diese Labormäuse werden in einem komplett sterilen Inkubator gezüchtet. Die leben dort, die sind eigentlich quietschmunter, die pflanzen sich fort und es werden dort kleine Mäusebabys geboren, die komplett keimfrei sind. Und so können wir das mit allen Tieren heute machen. Wir haben unsere keimfreien Polypen, es gibt die keimfreien Fliegen, es gibt die keimfreien Würmer. Nur so kann der Wissenschaftler versuchen zu verstehen, welchen Einfluss haben denn die Bakterien auf die Gesundheit. Und diese Maus sieht oberflächlich ganz prima aus, aber ich werde Ihnen gleich zeigen, dass ist natürlich, diese Maus ist völlig anders und eigentlich draußen in der Natur nicht lebensfähig, weil sie hier komplett keimfrei ist. Und es gab ein relativ geniales Experiment eines Kollegen Fred Beckett, der jetzt in Göteborg ist. Und er hat einer Maus gezeigt, durch eine komplexe Transplantation von Bakterien, dass es tatsächlich an der Zusammensetzung der Bakterien liegt. Er hat die Bakterien aus dicken Mäusen in keimfreie Mäuse transplantiert und die aus dünnen Mäusen in keimfreie Mäuse transplantiert. Und man kann diesen Phänotyp, du bist fettleibig, herstellen, indem man die Bakterien aus der fettleibigen Maus nimmt, transplantiert in eine keimfreie Maus und diese keimfreie Maus, die wird dann Bakterien haben und sie wird fettleibig werden. Das gilt auch für den Menschen, da muss man ein komplexeres Experiment machen. Das ist auch vor einem Jahr etwa erschienen. Man nimmt die Bakterien, das sind Zwillingsanalysen, genetische Analysen. Man nimmt die Bakterien aus diesen Jungen, aus diesen Kindern heraus und gibt dann diese Bakterien in die keimfreien Mäuse und fragt, kann der Phänotyp wiederhergestellt werden? Transforming fat to thin, und das ist natürlich in der Lage. Das heißt, was in der Maus gilt, gilt auch für den Menschen. Das heißt, so ein enormer Phänotyp wie Adipositas
wird offensichtlich maßgeblich mit beeinflusst durch das, was Sie in Ihrem Darm haben, an Zusammensetzung, was Sie gestalten als Mikroben. Ein bisschen zu viel Firmicutes. Die können aus nichts etwas machen. Da können Sie so wenig essen, wie Sie wollen. Die Firmicutes schaffen das. Und Sie werden fettleibig. Antibiotika. Meine Frau ist Tierärztin. Wir leben im ländlichen Raum im Süden von Kiel. Wir sind umgeben von einem Hochdurchsatz Rinderzüchter, von einem Hochdurchsatz Schweinezüchter und von einem Geflügelzüchter. Und natürlich weiß jeder, diese großen Pharma benötigen jede Menge Antibiotika. Was uns immer wundert ist und entsetzt ist, die benutzen das alles in einer subaktiven Dosis. Horror, Entstehung von Resistenz und all das. Das hat mir auch eine ganze Weile gebraucht, und es hat eine ASM-Konferenz in San Francisco gebraucht, bis ich merkte, was da eigentlich los ist. Diese Antibiotika, diese subtherapeutischen Antibiotika, die da ständig in Tonnen pro Stall verfüttert werden, und in konventionellen Läden können Sie heute eigentlich nichts finden, wo Antibiotika tatsächlich, wo das nicht der Fall ist, führen natürlich zu dem, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Wenn Sie jetzt wissen, dass die Zusammensetzung der Mikroben in Ihrem Darm abhängt, ob ich dick oder dünn werde, und jetzt gebe ich Antibiotika dazu, und zwar in einer subtherapeutischen Dosis, und ein Cocktail, die Bauern sind ja schlau, und dieser Cocktail ist so konstruiert, das wissen die gar nicht wirklich, dass er das Verhältnis zum Beispiel von den Firmicutes und der Bacteroidetes so verändert, dass diese Schweine oder diese Rinder oder diese Hühner ein bisschen mehr Firmicutes haben, dann füttert der die gleiche Menge an Futter und in der gleichen Zeiteinheit wachsen diese Tiere stichwegs besser und schneller und sind schlachtreif. Deswegen macht er die Antibiotika. Sie kaufen das Fleisch. Sie haben die gleichen Probleme. Auch bei Ihnen wirken diese Antibiotika natürlich nicht auf Ihre Körperzellen, sondern auf Ihre Darmbakterien und nicht auf den Darm. Das heißt, durch diese ständige Konfrontation, da können wir uns gar nicht wehren dazu, wir stören ständig in unserem täglichen Leben die Mikroben. Ich bin viel unterwegs, ich bin viel in guten Hotels unterwegs. In einem guten Hotel heute findet man in jeder Toilette Sterilium. Das heißt dann immer anders und ist parfümiert. Was für ein Wahnsinn. Früher war das Sterilium in einem Chirurgenraum. Wir brauchen kein Sterilium in einem Hotel-WC. Und dann wundert man sich, wenn man atopische Dermatitis hat, weil man natürlich schlichtwegs ständig unsere Partner stört oder sogar eliminiert. Low doses of antibiotics early in life lead to adult obesity in mouse. Gerade erschienen im Augustianer. Alles, was ich Ihnen erzähle, ist brandneu. Unser Problem ist, und wenn wir von Tagen kommen, dann sind wir immer leicht erschöpft, weil das Feld geht so rasant voran. Und fast vor einem halben Jahr ist es heute schon wieder Geschichte. Aber wir lernen, wir kommen immer tiefer an das Problem. Und das Problem heißt Verständnis des Gesamtorganismus, dieses Metaorganismus. Wir können auch in unserem Modellsystem die Tiere steril machen. Und das war ein großer Durchbruch. Sie glauben ja, alles, was wir, das ist alles nicht so ganz trivial. Bis man sowas hat, das dauert noch 10 Jahre, bis man ein gewissen technischen Niveau erreicht hat, dass man dann die Antworten kriegt, die ich Ihnen jetzt so schnell mal präsentiere. Die Tiere sind komplett steril, das kann man heute testen. Wir können die Tiere, das Gewebe ausplattieren, da wächst nicht ein einziger Klon. Wir können das in einer Polymerase-Kettenreaktion machen, da wächst gar nichts, es ist nichts da. Und als wir die Tiere haben, das sehen Sie jetzt hier nicht so gut, endlich hatten, und dann kam wenige Tage später ein Mitarbeiter zu mir ins Büro und sagte, ich habe ein Problem, die Tiere haben Pilze. Unsere Tiere haben normalerweise in Kultur niemals Pilze. Wieso haben die Pilze? Offensichtlich, was wir gemacht haben, ist, wir haben die Bakterien entfernt, weil wir ja keimfreie Tiere haben, aber was man damit nicht tut, ist, man entfernt natürlich nicht die Pilzsporen. Und die Bakterien schützen normalerweise vor dem Pilzbefall. Und was tatsächlich passiert ist, hier ist das Epithel des Wirtes. Darauf gibt es eine Zuckerschicht. Und wir wissen, dass in dieser Zuckerschicht die sogenannte Glykokalyx, das haben Sie in Ihrem Darm, da leben die Bakterien drin, hochorganisiert in ganz bestimmten Schichten. Das haben wir gerade auch herausgefunden. Und da kommt jetzt so ein Sporidium, so ein Pilz und nähert sich diesem Epithel. Und was diese Bakterien tun, ist, die produzieren ein antifungales Molekül oder einen ganzen Cocktail und wehren diese Pilze ab.
Wir können diese Bakterien heute in Kultur halten. Wir können sie, das ist auch nicht so ganz trivial, aber wir können dann auch testen, wie funktioniert das denn? Und Sie sehen hier ein Bakterium Pelomonas und da gibt man dann die Pilzsporen dazu und da sehen Sie vielleicht von hinten nicht so ganz gut, aber da wird es ein bisschen grauer, da wächst der Pilz. Aber wenn Sie hier oben schauen, bei diesem Krysiobakterium, da wächst gar nichts mehr. Und mit einem Kollegen in Harvard versuchen wir gerade diese sogenannten antimykotischen Moleküle, die sind sehr kompliziert, das sind organische kleine Moleküle zu entschlüsseln, weil die von ihren Bakterien produziert werden, um die Pilze abzuwehren. Sie sind beim Zahnarzt, Sie haben Periodontitis und der Zahnarzt begleitet seine mechanische Behandlung mit einer oralen Antibiotikagabe und Sie gehen nach Hause und Sie entwickeln etwas, was Sie normalerweise nie haben. Sie haben nämlich Sore. Und Sore ist Mundpilz und das haben Sie normalerweise nicht, aber das haben Sie immer nur dann, wenn Ihr Zahnarzt Ihnen eine ganz starke Dosis von Antibiotika gegeben hat und plötzlich entwickelt sich in Ihrem Mundbereich Pilz. Das gleiche wie bei diesem simplen Organismus Hydra. Die Bakterien sind weg. Ihr Partner, Ihr wichtiger Arm des Immunsystems ist weg. Und schon ist es möglich, dass entsprechend Besiedler, die dieses Habitat sich suchen, kommen und dann entsprechend die ihnen bekannten Krankheitsbilder erzeugen. Es wird noch ein bisschen doller, weil ich Ihnen jetzt erzählen möchte, wie wichtig die Bakterien für Ihr Verhalten sind. Erkenntnisse der letzten 2 Jahre haben gezeigt, dass Complex Disorders auch komplexe Verhaltensstörungen sind. Und komplexe Verhaltensstörungen heißt zunächst mal für den Wissenschaftler, ich mache eine keimfreie Maus und dann studiere ich ihr Verhalten. Und dann macht man verschiedene Verhaltenstests und so weiter und so fort. Und dann sieht man, diese Mäuse verhalten sich in irgendwelchen Käfigtests völlig anders. Aber dann macht der Wissenschaftler am Laborsystem, das kann eben dann nicht am Menschen machen, gleichzeitig eine molekulare Untersuchung und dann stellt er fest, da gibt es ein ganz, das ist die keimfreie Maus und das ist die entsprechende Kontrollmaus hier, dann gibt es ein spezifisches Gen und Sie sehen ein bisschen gelbe Farbe hier und Sie sehen hier keine gelbe Farbe und die gelbe Farbe heißt Aktivität eines Genes, eines neuronalen Genes. Das wird nicht gemacht, wenn die Bakterien nicht da sind. Das ist, wenn die Bakterien nicht da sind, machen Sie ein bestimmtes neuronales Gen nicht, was Sie brauchen, damit Sie sich bestimmt in einer gewissen Art und Weise verhalten. Das heißt, die Bakterien reden mit unserem Gehirn und das Gehirn steuert dann unser Verhalten. Darmbakterien kommunizieren mit dem Gehirn. Für mich ist das heute schon relativ Alltagswissen. Ich weiß, dass es für Sie vielleicht neu ist, aber es ist so. Wir wissen auch, wie Sie damit reden. Sie reden mit dem Nervus vagus. Das ist dieser große Nervenstrang, den Sie alle mal in Ihrem Anatomiekurs gelernt haben. Und der verbindet die gesamten inneren Organe mit dem zentralen Nervensystem. Und meine Kollegen in Hamilton in Kanada, die ersten Versuche dazu gemacht haben, wenn man den Nervus vagus durchtrennt bei dem Versuchstier, dann sind alle Effekte von den Bakterien weg. Das heißt, im Darm und in den darmnahen Organen sitzen die Bakterien, die produzieren Moleküle, die von dem Nervensystem verstanden werden. Und die dann transportiert wird und oben dann entsprechend zur Verhaltensveränderung führt. Complex Disorders, ich sprach das Thema Autismus an, in den letzten 50 Jahren enorm zugenommen. Ein Kollege von mir, der auch aus der klassischen naturwissenschaftlichen Welt kommt, heute direkt am Caltech, California Institute of Technology in Pasadena ist, Sarkis Masmanian, hat eine bahnbrechende Arbeit zu Beginn dieses Jahres herausgebracht, indem er am Modellsystem Maus gezeigt hat, dass Autismus durch eine Dysbiose mit Darmbakterien verursacht ist bei diesen Mäusen. Und was er gezeigt hat, ist, dass er die Mäuse in einer bahnbrechenden Zellarbeit, dass er Mäuse mit autistischen Symptomen hat, das kann man heute machen. Und wenn man entsprechend dann die Darmmikroflora ändert, probiotisches Treatment mit Autismus-Featuren, dass man dann die Symptome dieses Krankheitsbildes fast komplett wegbringt. Wir wissen heute auch, welche Art von Molekül das ist, aus welchem Bakterium das entsprechend rauskommt. Und all diese Verhaltensveränderungen, besonders ängstlich, besonders verstört, wie diese Mäuse sind, stereotypisches Verhalten und so weiter, ist vergangen, wenn man die Darmbakterien ändert. Wir wissen heute, wie diese Bakterien mit den
mit den Nervenzellen reden. Es hat so tatsächlich auch wieder den Kontakt mit kanadischen Kollegen gebraucht, die mir gesagt haben, Bakterien produzieren GABA, Bakterien produzieren Serotonin, Bakterien produzieren Glutamat. Ich habe in meinem rudimentären Neurobiologiestudium gelernt, das produzieren unsere Körperzellen und wir haben Rezeptoren dazu. Jetzt muss ich akzeptieren, dass die Bakterien können auch diese Moleküle produzieren und damit unsere Rezeptoren aktivieren. Das heißt, hier wird ganz viel passieren im Darm und Sie ahnen, dass eine geänderte Mikrobiota natürlich entsprechend auch eine veränderte Verhalten hat. Wir nennen das heute, es gibt schon ein neues Forschungsfeld, das heißt die Gut-Brain-Achse, die Achse zwischen Darm und Gehirn. Bakterien reden mit unserem Gehirn und sie beeinflussen uns natürlich in vielfältiger Art und Weise. Soeben ist eine Arbeit erschienen, das mögen Sie alle wissen, wenn Sie in Ihrem Patientenkreis Schichtarbeiter haben, dann wissen Sie, dass diese Schichtarbeiter verschiedenste Probleme haben. Das ist sicher keine gesunde Lebensweise, wenn man ständig den Rhythmus stört und das auch noch dann in wechselnden Zeiten macht. Und auch diese Schichtarbeiter neigen zu Adipositas und zu Fettleibigkeit und zu Diabetes, auch das mögen Sie wissen. Sie werden aber vielleicht nicht wissen, dass unsere normale Mikroflora einen starken zirkadianen Rhythmus hat. Und es gibt in unserem Mikrobiom Bakterien, die tagaktiv sind und es gibt Bakterien, die nachtaktiv sind. Und wenn wir jetzt ständig in diesem Wahnsinn von Schichtwechseln leben, dann sind die genauso verwirrt wie wir. Wir haben eine Dysbiose und diese Dysbiose führt beim Versuchssystem wie entsprechend beim Menschen zu Adipositas. Eine Arbeit, die am 23. Oktober diesen Jahres herausgekommen ist. Ich möchte aber noch einen Schritt weitergehen und Sie an diesem Mittag in Lübeck in eine Entdeckung aus meinem eigenen Arbeitskreis hineinführen. Wir haben jetzt gelernt, dass die Bakterien mit unserem Gehirn reden. Ich möchte Ihnen jetzt zeigen, dass wir in Zukunft auch davon ausgehen können, dass unsere Nervenzellen mit den Bakterien reden. Wir haben Nervenzellen in unserem Modellsystem und wir haben diese Nervenzellen komplett im Griff. Wir können sie manipulieren. Das ist eine transgene Nervenzelle hier in vivo in so einem Versuchssystem drin. Und ich will Ihnen gleich zeigen, das ist unpubliziert, dass diese Nervenzellen ein kleines Molekül produzieren. Was haben Sie für Fragen? Also dass wir, darf ich da noch ganz kurz was sagen. Wir haben vorhin ganz kurz darüber gesprochen, wenn wir unsere Darmsanierung machen, wenn wir Vitamine geben und so weiter, dann verändern wir auch das Endobiom. Dann tun wir was gegen Leaky Gut, gegen den durchlässigen Darm. Dann verändern wir die Bakterienflora. Ich sage immer, die Bakterien, die wir haben wollen, die verdrängen die anderen durch ihre Antibiotika, die sie produzieren. Und durch unsere Öle, die wir geben, durch die Fettsäurereste, die abgespalten werden, die an bestimmte Andockstellen rangehen, die sorgen dafür, dass eben Staph aureus und multiresistente Keime und sich gar nicht bei uns halten können. Und ich, wer mich im persönlichen Gespräch kennt, weiß, sage immer gerne, der Körper ist enorm intelligent, wenn wir ihn an der richtigen Stelle unterstützen. Und für mich gibt es eigentlich keine Abwehrschwäche, wenn ich einen Patienten entsprechend mit Zink und mit Vitaminen und füttere, dann sind wir auch in der Lage, gegen Ebola was zu machen. Und ich habe vor Jahren, als diese EHEC-Epidemie durch Niedersachsen ging, ein Gedicht geschrieben. Ich dichte manchmal, um den Frust loszuwerden über meine schulmedizinischen Kollegen. Und EHEC reimt sich ausgezeichnet auf Heckmeck. Und das ist eigentlich nur Heckmeck. Wir müssen die Tiere vernünftig ernähren, füttern. Und wir müssen die Menschen vernünftig ernähren und füttern. Und dann haben sie wesentlich geringere Anfälligkeiten und dann wird die Psyche auch stabilisiert. Ich sage immer, wenn der Darm in Ordnung ist, dann kommen wir auch geistig zu uns selber, können uns besser abgrenzen, haben eine andere mentale Funktion und das ist einfach wunderbar, wie Sie das jetzt auf international wissenschaftlicher Ebene so wunderbar zusammenführen. Dankeschön nochmal. Fragen dazu? Ich vermisse die Wirkung von Sport und Bewegung auf Bakterien, so Epigenetik. Können Sie dazu was sagen? Ja, vielen Dank. Wichtiges Thema natürlich. Wir beschäftigen uns auch mit Altersprozessen. Longevity, da gibt es eine genetische Basis, aber 20% des Alterns ist
20-30% des Alters ist genetisch, 70% ist nicht genetisch. Und Altern hat auch was mit Krankheit zu tun. Und wir haben zwei Faktoren, die das die Longevity beeinflussen. Und das ist Caloric Restriction und Bewegung. Und wir versuchen die kalorische Restriktion, die beginnen wir so allmählich ein bisschen zu verstehen. Das hat sehr offensichtlich was mit dem Mikrobiom zu tun. Die Bewegung haben wir noch nicht im Griff. Und das verstehen wir nicht, wie das biochemisch geht. Sie sprechen das Thema Epigenetik an. Die Umwelt redet sehr wahrscheinlich mindestens auch, wenn nicht ausschließlich über die Epigenetik, das heißt über die Verpackung der DNS mit dem Genom. Wie das mit der Bewegung geht, weiß in der Tat zurzeit noch niemand, wie das biochemisch verschlüsselt wird. Ich sehe keinen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Mikrobiom jetzt mal direkt gesehen, aber Bewegung ist enorm wichtig. Natürlich kann man immer Szenarien konstruieren, wo das Ganze zusammengenommen wird. Die gehört auch alles zusammen. Ja, Bewegung ist essentiell. Ich will vielleicht doch jetzt, weil ich auch den vorhin von Herrn Winzer den Vortrag gehört, doch noch einen Aspekt sagen, der Sie noch mehr schockiert. Darmperistaltik. Die ist lebensnotwendig. Da sind wir beim Sport. Genau das wollte ich sagen. Ja, ja. Wir kommen von einer ganz anderen Welt. Und wir brauchen auch in diesem System, was der einfachste Darm ist, den man sich vorstellen kann, der muss ständig pumpen. Und wenn man das verhindert, das haben Mitarbeiter, machen das, weil sie einfach scharfe Fotos machen wollen. Diese dummen Viecher sind eigentlich ständig so. Also wir bitten sie in Wasserager ein oder man betäubt sie oder sonst was. Dann sterben sie. Das Gewebe stirbt sofort, wenn die Bewegung weg ist. Nehmen Sie mal als eine der ersten Beobachtungen aus einem gut aufgestellten Labor, unterstützt von Befunden aus dem Wirbeltierdarm, wenn Sie die Bakterien wegnehmen, hört die Peristaltik auf. Nehmen Sie das jetzt mal in den Zusammenhang, den ich Ihnen schon gegeben habe, mit dem mikrobiellen Einfluss auf das neuronale System. Bakterien in Ihrem Darm produzieren etwas und möglicherweise ist dieses Etwas auch für diese lebenslange Peristaltik notwendig. Und Sie ahnen, wenn Sie eine Dysbiose haben und im Extremfall einen keimfreien Darm haben, dass da nicht mehr viel geht. Ich habe eine Doktorandin jetzt angesetzt, ausschließlich auf dieses Thema und es mag sein, dass wir in einem Jahr zu der Meinung kommen, dass diese essentiellen Urbewegungen, die unser Körper braucht, damit er so funktioniert, wie er ist, dass der tatsächlich komplett abhängig ist von unserem Mikrobiom. Darf ich dazu noch ganz kurz was sagen zu dem Sport? Also ich erkläre meinen Sportlern oder auch meinen Normalpatienten, die sagen, ja, die anderen können ja alles Mögliche vertragen, warum ich nicht? Dann sage ich immer, wenn jemand sich bewegt, dann atmet er tiefer. Dann haben wir ein Zwerchfell, das hat eine Kolbenfunktion. Viele Menschen haben chronisch kranke Därme, da sind wir bei der Peristaltik. Die haben abgeknickte Därme, so wie die Gartenschläuche im Garten, wenn sie abgeknickt werden. Da geht nichts mehr durch. Das heißt, da bilden sich Nischen, die besonders dysbiotisch sind, weil die Verdauung nicht weitergeht, weil an den Stellen die Durchblutung schlechter ist. Da, wo die Durchblutung schlechter ist, habe ich weniger Sauerstoff. Das heißt, ich verändere im Grunde genommen in 20 Minuten, einer halben Stunde, zwei Stunden sofort an bestimmten lokalen Regionen meine Besiedlung. Bewegung, Peristaltik wird angeregt dadurch, dass ich die Kolbenfunktion habe. Dann atme ich tiefer, wenn ich Sport mache. Ich kriege also insgesamt in den Körper mehr Sauerstoff rein. Dann wird das Ganze durchgeschüttelt. Vibrationen sind immer gut für solche Dinge. Und dann dürfen Sie nicht vergessen, was ich ganz zu Anfang gesagt habe. Das sind Dünndarmmuskeln, das sind Dünndarmmuskeln, das sind Dickdarmmuskeln. Das heißt, wenn ich sportlich aktiv bin, arbeite ich über Regelkreise, die mit dem Intestinum verknüpft sind. Und der eine oder andere von Ihnen kennt vielleicht die fünf Tibeter. Ja, klar. Ne? So, ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Nee, natürlich nicht. Nee, natürlich nicht. So, das sind ganz einfache, simple gymnastische Übungen, die die Reaktion oder die Aktivität der Meridiane gezielt anregen. So, wenn ich diese fünf Übungen mache, dann bekommt jedes Meridiansystem im Laufe dieser Übungen Informationen, nun tu mal was, beweg dich mal, und dadurch werde ich einfach gesünder. Das ist also ein ganz komplexer Ansatz, der
wenn man ihn so erklärt, wie ich das jetzt sage, wahrscheinlich ganz simpel ist. Ich danke Ihnen allen. Ja, eine Frage noch. Ja. Mit dem, was Sie vor 2 Jahren mal auf dem letzten Vortrag her gesagt haben, im letzten Jahr war ich leider nicht in der Lage hinzukommen. Da hoben Sie gegen die normalen Mediziner und Zahnmediziner, im Nachhinein verstehe ich auch, warum das so war, ab. Jung, mich interessieren die Scheißbakterien nicht, wir müssen an das Milieu dran. Jetzt gibt es neuere Erkenntnisse, gerade auch was die Umwelt in den Meeren angeht, bezüglich des Milieus. Bei meinen Patienten funktioniert es mittlerweile perfekt, bei denen, die sich darauf einlassen. Wir wissen, dass die pH-Wertverschiebung ja auch einen ganz großen Auswirkung auf die Weltmeere macht. Mich erfreut es natürlich zu hören, dass Sie aus dem gesamten Blickwinkel heraus der Erde viel mehr Überlebenskraft zubilligen, als ich das bisher so gedacht habe. Aber wie verhält es sich jetzt übertragbar vom Menschen auf den pH-Wert, den wir ja mit Magnesium-Calcium-Komplexen beispielsweise versuchen zu stabilisieren? Wie verhält es sich mit den Weltmeeren, Fortpflanzung der Meere, nicht nur das, was sie überfischt haben, sondern auch die pH-Wertbeschiebung soll gar nicht mal so groß gewesen sein. Was können wir da tun oder welchen Einfluss hat das auch noch auf das Milieu des gesamtglobalen Systems? Ja, ich würde das ganz kurz machen, aber das ist, wenn Sie jetzt mal auf diesem Niveau des Denkens angekommen sind, dann ist es natürlich eine logische Weiterentwicklung der Frage. Ich kann Ihnen sagen, dass Nordamerika beginnt, ein Exzellenzforschungsprogramm Microbiome of the Sea, das Mikrobiom der Weltmeere zu machen. Es gibt so verrückte Amerikaner, die auch Millionäre sind, die sequenzieren jeden Liter vom Atlantik und jeden Liter vom Pazifik. Und da kann man heute sehr genau das Mikrobiom bestimmen. Und es ist natürlich so, dass wenn sich durch Umweltveränderungen der pH-Wert ändert, dass sich das Mikrobiom verändert. Und wenn sich das Mikrobiom verändert, wird sich alles verändern, was in diesem Lebensbereich lebt. Ja, das hat dramatische Einflüsse und das ist für uns jetzt gar nicht mehr überraschend. Die Frage ist, wie geht man damit um und wie gehen die Organismen damit um und ist das unbedingt dann etwas, was sozusagen immer etwas Negatives ist oder ist das etwas, was etwas Dynamisches ist, so wie die Erde einfach ist und ich tendiere eigentlich dazu. Wissen Sie, denken Sie mal zurück, 1840, Charles Lyell, einer der bedeutendsten englischen Geologen seiner Zeit. Und Charles Lyell hat Charles Darwin, massiv beeinflusst, weil Darwin hatte auf seinem Schifffahrt Charles Lyells Geologiebuch dabei. Und Lyell hat damals, der stand vor der ähnlichen Situation wie heute in einem anderen Zusammenhang. Es gab die Katastrophentheorie von Cuvier, die gesagt hat, die Erde ist von Gott geschaffen, alles ist so und alles ist so gut, wie es ist. Und es kann sich eigentlich nichts mehr ändern, weil alles, was sich ändert, wird nur schlecht. Und dann kommt dieser kluge Denker als Geologe, schaut sich die Erde an und stellt fest, das kann nicht stimmen. Die Erde ändert sich ständig und das hat auch nichts, das kann man nicht werten. Das wird nicht schlechter oder besser, es wird eben immer anders. Und er kam dann zu dieser Meinung, die Erde ändert sich im Laufe der Zeit nach aber allen Erdteilen gemeinsamen Prinzipien. Und dieses Buch hatte Charles Darwin auf seiner Fahrt mit der dabei. Und Darwin hat nichts anderes getan, als bei seinem Fahren durch die verschiedenen Kontinente gesehen, alle Organismen sind miteinander verwandt und sie ändern sich im Laufe der Zeit. Und das Mikrobiom ändert sich in unseren Meeren, das ist wohl so, das wird diese Studie auch herausfinden. Ich will das aber nicht werten, ob das jetzt negativ ist. Ich glaube, die Erde hat sich ständig verändert und der pH hat sich auch schon früher verändert, ohne dass wir Scheußlichkeiten reingekippt haben. Wenn dort irgendwelche Gesteinsformationen freigesetzt wurden, die entsprechende Ionen freigesetzt haben, dann hat sich das Meer, dann hat sich der pH-Wert einfach verändert. Also ich glaube, wir weigern uns innerlich, Komplexität zu akzeptieren. Das ist vielleicht auch menschlich so. Aber ich kann nur von meinem Bereich sagen, dass wir natürlich heute wissen, dass die wahren Antworten nur in der Verständnis der Komplexität beruhen, aber dass wir auch sorgfältig sein müssen in dem Fragestellen, was können wir beantworten und was können wir nicht beantworten. Große Szenarien zu machen, ohne die, ich bin da natürlich Naturwissenschaftler und sage, das muss ich tatsächlich belegen können, kausal, das heißt experimentell. Das heißt, ich züchte Tiere, die zum Beispiel keine Bakterien haben, gebe dann irgendwelche dazu. Wir wissen auch, wir können die Mischungsverhältnisse komplett verändern. Wir machen Monoassoziation, Deassoziation. Wir nennen sie konventionalisiert, wenn wir ihnen alles zurückgeben, was sie mal hatten. Und so kann der Wissenschaftler heute kausal an diesen Einfluss rangehen. Und natürlich ist auch meine Community noch weit hinter mir. Ja, die schauen mich immer noch an. Und da muss ich denen sagen, Stammzellen leben in keiner sterilen Umwelt. Herr Volkmann, schaut auf die Uhr.